Wir sind hier mal wieder zur Gast auf der roten Couch. Diesmal ist mein Gast der Cityfuchs, das ist der Bernd. Ein super spannender Mann, der eine Vision hat. Etwas sehr, sehr seltenes Exemplar. Ein Iserlohner mit einer Vision. Oh nein, das war böse. Okay, lass ihn mal selber erzählen. Bernd, wer bist du? Was machst du? Ja, ich bin der Bernd, wie du schon sagtest. Freue mich erstmal bei dir zu sein. Überhaupt auf der roten Couch sitzen zu dürfen. Mit dem ganzen Equipment bin ich gar nicht so gewohnt, weil ich... Also, ich, wie gesagt, ich bin der Cityfuchs aus Iserlohn. Ich bin der Bernd und... meine Intention ist es, die Leute in Iserlohn einfach zu informieren, da zu sein für sie, Neuigkeiten zu präsentieren, Fragen zu stellen, was zu hinterfragen. Alles natürlich ehrenamtlich, was ich hier mache. Das soll auch so bleiben, ist meine Herzensangelegenheit und habe einen eigenen Blog bei Facebook und mittlerweile auch bei Instagram. Und das, aber ich denke mal, du wirst mich noch einiges fragen. Das heißt, du bist ja eigentlich normalerweise derjenige, der die Leute interviewt, nicht ich. Das ist richtig. Das ist ein bisschen ungewohnt für mich. Ich bin auf der Couch, aber mein Hintergedanke ist ja der, du hilfst Menschen, die irgendwas Interessantes zu sagen haben, dazu so ein bisschen Öffentlichkeit zu bekommen. wie machst du das? Wie ich das mache, um Interesse zu wecken? Das habe ich nicht ganz verstanden, was du meintest. Ja, was machst du mit den Leuten? Machst du Plakatwerbung mit Leuten, geht mal in die Kneipe, ist cool oder... Nee, du machst es anders, ne? Ich mache es anders. Ich gehe zum Beispiel zu den Unternehmern, wenn die zum Beispiel eine neue Öffnung haben oder Privatmenschen auch, die eine tolle Geschichte haben, von irgendjemandem einen Mentor haben, der mich anspricht und sagt, hey, da ist die Birgit, die hat was ganz Tolles erlebt, das müssten die Iserlohner wissen, die kontaktiere ich. Entweder habe ich eine Telefonnummer oder gehe einfach auf die zu und dann frage ich, ob wir ein Interview machen, Fotos vielleicht dazu oder ein kleines Video und das stelle ich auf meine Seite. Und nur in Iserlohn? Also vorwiegend in Iserlohn, ich bin der Cityfuchs von Iserlohn, soll auch in Iserlohn bleiben. Let Marte gehört ja auch zu Iserlohn, dementsprechend gibt es auch noch die Cityfüchsin in Iserlohn. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Iserlohn ist ja jetzt nicht gerade New York, oder? Was ist dir alles schon so Spannendes aufgefallen, dass du gesagt hast, das muss die Welt doch wissen? Was mir Spannendes aufgefallen ist an Iserlohn, was die Welt wissen, so viel Zeit haben wir heute nicht. Okay. Cool. Andreas, so viel Zeit haben wir nicht. Es gibt sehr vieles, was wir hier berichten können. Eigene Erfahrung, Geschichten von anderen Leuten. Wir haben hier super tolle Leute, die zum Beispiel Rapper sind. Da gibt es einen speziellen Mann, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Namen nennen darf. Ja, der ist der David Sauerland. Das D zu dem S heißt er zum Beispiel. Der macht super, super, super tolle Hip-Hop-Musik. Selbst geschrieben, selbst arrangiert. Also der hat auch schon was veröffentlicht. Ich kenne einfach noch zu wenig Leute. Das heißt, du bist so ein richtiger Szene-Scout, kann man das sagen? Szene-Scout, ich will das nicht ein bisschen so übertreiben, aber ich versuche schon ein bisschen zu scouten. Okay. Also du schaust jedenfalls die Stadt an und schaust, wo ist was los, wo ist was hip, wo ist was hot. Ich finde das Konzept genial. Ich finde, das habe ich ihm neulich mal gesagt, bei der Tasse Kaffee, jede Stadt sollte einen Cityfuchs haben. Schön. Und wie lange machst du das schon? Den Cityfuchs an sich? Den Cityfuchs, den gibt es noch gar nicht so lange. Jetzt müsste der dritte Monat sein. Geil. Ja, brand new. Du bist ja selber hot. Also Iserlohn hat übrigens nicht nur coole Kneipen, sondern auch den Cityfuchs. Hammer. Schön, dass dir das gefällt. Ich bin begeistert. Aber du bist ja auch irgendwie auf uns aufmerksam geworden. Ich bin auf euch aufmerksam geworden, weil ja mein Hauptjob ist da zurzeit noch, dass ich bin Taxifahrer in Iserlohn, seit mittlerweile 20 Jahren. Ich habe ein Jubiläum dieses Jahr, 20 Jahre dabei. Der kennt sich aus in der Stadt. Du sagst es. Ja, ich kenne mich wirklich sehr gut aus. Ich kenne auch sehr viele Leute. Und zum Fuchs bin ich so, also wie die Jungfrau zum Kinde im Prinzip. Ich habe eines Tages... Mit Befruchtung. Sowas in der Art. Schmutzige Finger. Ja, also ich habe ja einen Hund, das ist der Hugo. Kennen auch viele Iserlohner jetzt schon und auch meine Follower auf Facebook. Ich bin durch die Straßen gezogen, habe ein neues Lokal gesehen. Ein neuer Barbershop wurde eröffnet. Das war an einem Sonntag und dann habe ich mir gedacht, ach, dann machst du mal so einen kleinen Imagefilm für dich selbst. Dann habe ich den Laden aufgenommen, in Szene gesetzt, einen kleinen Kommentar dazu gesprochen und den einfach mal auf meine normale private Facebook-Seite von mir, also nicht der Cityfuchs, sondern Bernd Mantai, die Seite einfach mal damit gefüttert, hatte dann ein paar Klicks drauf und ein paar Kommentare und hat mich ermutigt, weiterzumachen.
dadurch ist das entstanden, dass immer mehr wurde. Bilderrätsel kamen dazu und. Das waren jetzt sehr viele Infos auf einmal. Also da ja. ist ein Hund Hugo und da gibt es einen Barbershop und der Hund geht jetzt öfters mal zum Barbershop. Und der Hund geht immer zum Barbershop, weil er dann mal ein Leckerchen kriegt. Nein. Vom Jochen, vom Joe. Fuchs. Ja. Leckerchen. Nein, Barbershop, da habe ich mich dann auch direkt frisieren lassen. Nur mein Bart, weil haarig ist schlecht. Und ich habe immer danach gesucht nach einem Barbershop. Das ist ja sowieso der Hammer. Ich meine, ja. der City Fuchs hat auch noch einen roten... Einen roten Bart. Das irgendwie. Ist richtig. Also noch authentischer geht's ja irgendwie. Ich habe eine rote Couch, okay. Rote Couch. Ja, aber jetzt bin ich ja kein Barber, ich bin auch keine Kneipe. Nein. Und du bist Taxifahrer. Das du ist hast richtig. Dann irgendwann unseren Laden gesehen oder was? Ich habe euren Laden nicht als erstes gesehen, obwohl ich gar nicht so weit hier mit meinem Taxi, wenn ich arbeite, hier auch stehe, sondern ein Fahrgast, den ich befördert habe, der bei euch Termine hat oder bei dir, der hat mir gesagt, Mensch, kennst du den Andreas Winter denn nicht? Ich sage, nein, ich bin Isanona, ich kenne ihn nicht. Ja, da kann man, ja, aber daran kann man mal sehen, wie es manchmal das Schicksal so spielt, dass wir beide uns, oder überhaupt, uns über den Weg gelaufen sind. Dann bin ich dann Tage darauf dann mal in euren Laden hier rein, in euren Shop. Kann man da Shop zu sagen? Ja, ja. Ne? Klar, kannst du ja, zeigen, ne? Ja, das ist ja, Lampen sind hier, hier ist eine tolle rote Couch. Ja, ist ja auch noch nicht länger in Betrieb als der City Fuchs. Wir sind ja praktisch ah, ja. beide in der, ja. haben ja wahrscheinlich das gleiche Sternzeichen. Wahrscheinlich. Shop und City Fuchs Shop ist beides irgendwie dann entstanden im, ja was haben wir denn da, so Widderenergie oder sowas. Widderenergie, go, ich bin Stier. Ja, und die Geburtsstunde von City Fuchs war vor 3 Monaten, hast du gesagt? Das ist richtig. Also irgendwie. Ja, vor 3 Monaten circa. Und hier genauso. Okay, ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ja. Eine Tasse Kaffee nach der nächsten oder so ähnlich. Ich finde das so cool. Ja. Was ist dein Ziel, dein Traum, wo geht die Reise hin? 2 Fragen auf einmal, 3 waren sogar, ja, ich versuche das mal in Worte zu sagen. Ja, der Fuchs hat gute Augen, gute Ohren und guten Geschmack vor allem. Die Reise, du, ich kann dir das gar nicht sagen, wo die Reise genau hingehen soll. Ich bin ja gerade mal am Anfang, die Reise beginnt bei mir jetzt gerade mal und ich versuche, weil es eine Herzensangelegenheit für mich ist. Hier habe ich etwas gefunden, ich repräsentiere nicht nur mich und den Fuchs, das ist ja eine Symbiose, aber ich will jetzt nicht zu speziell werden. Meine Reise, ich würde mich freuen, wenn meine Reise dahin gehen würde, wo das Glück, wo ich das Glück finde. Ich meinte das jetzt doch nicht mal so philosophisch. Ach so! Ich meinte, und Klicks oder City Fuchs in Berlin oder ja, okay. deine Geschichte. Ja. So um den Dreh. Ja, mich würde es freuen, wenn es in vielen Städten den Fuchs geben könnte, würde, weil ich denke, oder ich bin davon überzeugt, felsenfest sogar, dass jede Stadt einen City-Fuchs brauchen kann. Rein informativ und auch das Spezielle, dass man sich mehr darauf auch konzentriert, neue Läden, neue Ideen mehr pusht, mehr öffentlich macht in den Social Medias, auch mit Mundpropaganda, weil der City-Fuchs, ein echter City-Fuchs, der sollte auch aus der Stadt kommen, der sollte sich hervorragend auskennen mit den Leuten, kommunikativ sein und naja, von Herzen. Da sind wir gleich beim Stichwort Social Media. Yes. Du hast eine Facebook-Seite. Genau. Kriegt man die in die Kamera vielleicht irgendwie? Oder wo? Facebook. Ansonsten sag einmal, wo findet man dich auf Facebook? Facebook. Cityfuchs Iserlohn. Da seid ihr direkt bei mir auf meiner Seite. Und da könnt ihr stöbern, gucken, Videos anschauen, neue Ideen mir mitteilen. Oder bei Instagram, das gleiche Cityfuchs Iserlohn. Instagram und ich habe auch eine Cityfuchs Internetseite. Klar, das ist der Cityfuchs Iserlohn Jimdo.com, denke ich mal. Noch? Blenden wir ein. Ja, blenden wir ein. Blenden wir ein. Alles klar. Genau, ja, Mensch, mein Lieber, also vielen Dank, dass du gerne. Hier auf der roten Couch zu Gast warst. Mein erster Gast. Freue mich. Gleich ein richtiges Highlight, weil ich finde, der Mann hat was zu sagen und der Fuchs hat ja auch immer seine Ohren überall. Der wird euch finden und euch aufschnüffeln, also bin ich ziemlich sicher. Okay, mein Lieber, dann. Gerne, Andreas. Gute und, prima, schön, danke, dass ich da sein durfte. Ja, danke dir. Hau rein. Ehre für mich. Danke. Ciao. Alles Gute. Ciao, tschüss.